herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat November. Bevor wir beginnen, habe ich einen kurzen Disclaimer für euch. Dies ist keine persönliche Legung. Das bedeutet, es kann und wird vermutlich nicht alles 100% mit euch in Resonanz gehen. Das ist nicht schlimm. Nimm einfach das, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest los, okay? Du bist hier hervorragend angekommen, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Fische ist. Und natürlich, wenn du vielleicht Crosswatcher bist, ja, dass du für jemand anderes schaust, zum Beispiel deinen Partner oder deinen Schwarm oder deinen Sohn oder so, ja, der Fische ist, im Sternzeichen Fische geboren. So, ich beginne mit der Übersicht, mit dem Überblick für den November. Fische. Oui. Die erste Karte ist die 6 der Schwerter. Na, das ist doch schon mal ein hervorragender Anfang. Es wird leichter, okay? Was auch immer ihr gerade durchmacht, wo auch immer ihr gerade durchmüsst, es wird leichter ab November, okay? Ihr merkt, okay, die Wasser glätten sich, ja? Der Sturm ebbt ab und so langsam kommt auch die Sonne wieder durch, ja? Wir haben den Teufel auf dem Kopf und den König der Kelche auf dem Kopf. Ah, hier ist jemand, der versucht, okay, es könnte zwei Möglichkeiten geben. Zum einen natürlich der König der Kelche könntet ihr sein. Ja, ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr mich öfter schaut, die mittlere Karte, das ist immer die eine der wichtigen. Denn ich lege ja mal 5 und 5, ja, also die mittlere Karte, der König der Kelche ist wichtig hier. Das könnt ihr natürlich sein, denn ihr seid ein Wasserzeichen, ja, also möglicherweise steht ihr euch hier selber im Weg oder habt euch im Weg gestanden, denn das gehört jetzt der Vergangenheit an mit dem Teufel, der auf dem Kopf steht, ja, der König der Kelche auf dem Kopf ist eher emotional instabil, steht sich selber im Weg, ist vielleicht sogar manipulativ, gaslightet sich selbst, ja. Und das ist natürlich etwas, was, ja, wir Fische, ich bin ja auch was, bin Fische in der Sonne, beziehungsweise Sonne im Fisch. Und natürlich, das machen wir ganz gerne mal, weil wir halt einfach sehr durchlässig sind, ja. Und wenn andere uns sagen, nein, das siehst du falsch, dann zweifeln wir sehr gerne an uns. Aber die Situation bessert sich für euch wirklich drastisch. Okay, das ist jetzt hier nicht so was Kleines, sondern der Teufel, der auf dem Kopf steht, ja, der bedeutet, wir stehen wieder für uns ein. Wir erkennen, dass wir hier toxisch sind. Wir überwinden diese Tendenzen. Okay, dass wir vielleicht co-abhängig sind, dass wir vielleicht zu viel trinken. Ich bekomme das gerade rein, ja. Der ein oder andere wird merken, oh, ich habe ein Problem mit Alkohol hier, okay? Es muss keine Abhängigkeit in dem Sinne sein, aber es kann schon eine Gewöhnung sein, dass du sagst, oh, ich fühle mich vielleicht schlecht, eben entweder wenn ich Alkohol trinke oder wenn ich Alkohol nicht trinke, dass ich sage, oh, körperlich geht es mir nicht gut oder ich kann nicht fröhlich sein ohne Alkohol oder ähnliches. Also hier kann tatsächlich eine körperliche Abhängigkeit bestehen, beziehungsweise eine Gewöhnung. Es muss keine Abhängigkeit sein oder Rauchen, ja, Zucker, all das, was halt so, ne, gängige, ne, es gibt natürlich noch weitere Gifte, aber das sind ja die gängigen Gifte, die man sich so zuführt. Und hier ist eine Loslösung von diesen Tendenzen und eine Loslösung von sich selbst im Weg stehen. Okay, also wie gesagt, es wird besser, es wird leichter. Und wenn diese Person eine andere Person ist, ja, die versucht hier euch zu gaslighten, euch auszunutzen, euch vielleicht euer Talent zu nutzen, euer Licht zu stehlen, ja, all diese Dinge, die ein König der Kelche auf dem Kopf tun könnte,
Ja, auch Spotlight stehlen, also im wahrsten Sinne, dass ihr die Arbeit leistet und diese Person sagt, ach, ich habe die Arbeit gemacht, haha. Und Fische, die haben gar nichts gemacht. Ja, also wirklich, sowas könnte es sein. Auch hier, ja, ihr könnt diese Person endlich entweder loslassen oder ihr erkennt sie. Ja, es ist für jeden ein bisschen anders. Ihr erkennt, welche toxisch in eurem Leben ist. Oder ihr könnt endlich sagen, ich suche mir einen neuen Job. Vielleicht ist es euer Boss, ja, euer Chef. Ich suche mir einen neuen Job. Ich mache das nicht mehr mit. Oder ihr stellt jemanden bloß, ja. Ihr habt alles gekennzeichnet, dass es eure Arbeit ist oder ähnliches. Und ihr könnt sagen, ja, nee, nee, das ist nicht deine Arbeit, das ist meine. Ich kann es beweisen. Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was du, von dem du dich befreien kannst, wo du dich endlich lösen kannst hier. Okay? Also sehr positiv. Wie gesagt, ne, oder bei euch habe ich es noch nicht gesagt, aber natürlich, wir hatten jetzt die Eclipse-Saison ist dieses Jahr vorbei und das wirkt jetzt die nächsten 6 Monate. Fische im November. 8 der Münzen, jawohl. Ihr könnt euch dann endlich wieder auf die Dinge konzentrieren, die für euch wichtig sind. Okay, also hier. Wie gesagt, es scheint eine Verblendung gewesen zu sein, die ihr entweder selber euch auferlegt habt oder von jemand anderem zu kommen, der versucht hat, euch von euren Zielen abzubringen oder euch euren Erfolg zu stehlen und so weiter. Und ihr kommt jetzt endlich wieder zum Kern der Sache, auf das Wesentliche hinzu, ja. Ja, die 8 der Kelche, also 2 mal 8. Wir haben sehr viel 8 in der 8er-Energie. Ich habe, glaube ich, bei jedem waren mehrere 8en bisher. Also 8 der Münzen, 8 der Schwerter und so weiter. Und 8 ist das 8. Haus beispielsweise in Astrologie ist. Das Okkulte, das Verborgene, ja, also es scheint diesen Monat wichtig zu sein, dass wir hinter die Dinge, hinter die Fassade schauen. Und ihr tut das hier, okay? Also ihr konzentriert euch endlich wieder auf das, was für euch wichtig ist, was euch auch voranbringt, ja? Es kann sein, dass diese Person euch abgelenkt hat. Vielleicht ist es auch etwas Karmisches hier gewesen mit dieser Person, wenn es nicht eure Energie ist. Dass hier quasi wie eine Prüfung euch auf den Weg gelegt worden ist, um zu gucken, na, bist du tatsächlich leicht ablenkbar oder fokussierst du dich auf das Ziel? Und indem du hier etwas verlässt, und zwar hier diese ungute Situation, überhaupt eine Situation, die eher ungut war, also auch die 6 der Schwerter, ne, ist ja, ja die Flucht von einer Situation oder ähnliches, ne? Und man weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber alles scheint besser zu sein als das, wo wir herkamen. Okay? Die 8 der Kelche hat auch noch so einen, ja, so einen wehmütigen Touch. Also vielleicht hast du da ein paar, ja, Dinge, die du bereust, ja? Wie heißt das? Bereunisse? Ich glaube, das gibt es nicht im Deutschen. Ja, also so ein paar Dinge, die du bereust oder vielleicht, ja, Regrets, ne? Wie heißt denn das auf Deutsch? Es ist einfach Dinge, die man bereut, ne? Ich glaube, da gibt es keinen Nomen zu. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass ihr 50 Mal da reinschreibt, wie das Nomen heißt. Vielleicht fällt es mir auch einfach wieder ein, wenn es das gibt. Ich möchte nicht wieder hier den Falken 15 Mal, dass mir die Leute schreiben, was das ist. Okay, danke. Und wie gesagt, also ihr könnt ja etwas loslassen. Ihr werdet eine Situation verlassen, wo ihr vielleicht auch ein bisschen Herzblut reingesteckt habt. Also es kann vielleicht auch ein Partner sein. Okay. Aber jetzt nicht, wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, dann wird das für euch nicht resonieren, sondern das ist jemand, der euch tatsächlich beeinflusst und manipuliert und nicht das Beste für euch will, sondern euch versucht abzulenken und vom Weg abzubringen. Okay. So, schauen wir mal weiter. Der Mond. Was wäre eine Fischelegung ohne den Mond? Das ist ja meistens so, wenn ich die Monatslegung mache, in der Regel kommt der Mond, okay? Also hier ist auch wieder so ein kleiner blinder Fleck. Es darf natürlich nicht wieder alles
von mir offenbart werden. Deswegen fügt das Universum hier immer mal gerne einen Mond rein. Also wo es hingeht, das möchte das Universum noch nicht so ganz verraten. Okay, also vielleicht ist da auch ein Faktor des Nebligen oder ein Faktor, dass man nicht wirklich sieht, wo man hingeht, könnte dabei sein. Also, dass du die nächsten Schritte nicht wirklich vorhersehen kannst. Ich denke, das ist etwas Großes, ehrlich gesagt. Also, ich denke, das ist, es wird deine Welt schon verändern, wenn du aus dieser Situation gehst und dich von dieser Situation oder diesen Menschen löst. Okay, also ich denke, es ist was Großes, aber wie immer, in Fischerlegung, es ist so, es soll noch nicht alles offenbart werden. Oder es kann halt noch dieser Verschleierungsfaktor sein, dass du in dem Moment nicht genau weißt, wohin geht's. Ja, du gehst einfach vorwärts, du kannst dich nur auf einen Schritt konzentrieren, weil du eben nur diesen einen Schritt sehen kannst und der Weg an sich ist aber noch unsichtbar für dich, okay? Aber dennoch, du wirst es schon fühlen, dass es besser wird. Okay, wir haben den Hierophant. Auch interessant, dass er den Teufel spiegelt. Denn, ja, wir lassen den Teufel los und was kommt, ist der Hierophant. Der Hierophant ist im Grunde so das Gegenstück zum Teufel. Ja, wenn ihr mal die Rider-Waite-Karten seht, die haben auch eine sehr ähnliche Haltung. Okay. Und der Hierophant ist im Grunde, ja, ist er ein Kirchenoberster. Also manchmal ist er auch der Papst genannt. Also von einer religiösen oder spirituellen Vereinigung, ja, ein Oberster. Also hier ist etwas, was vielleicht mit Organisationen zu tun hat. Vielleicht hilft dir auch in irgendeiner Art und Weise die Kirche. Vielleicht bist du Kirchengänger, vielleicht bist du Christin. Oder jegliche andere Religion, ist es im Grunde egal. Also wenn du Moslem bist, dann hilft es dir dann vielleicht also mit irgendwelchen Kirchenvätern zu reden oder in die Gemeinschaft zu gehen und dort zu reden. Und dort kann dir Lösungen angeboten werden. Also in der Kirche, in der Kirchengemeinde, in der religiösen Gemeinschaft, auch im Judentum, also es ist wurscht, ja, es ist im Grunde wurscht. Es gibt immer dort Gemeinden, wenn dort eine Religion ist, gibt es Gemeinden, Gemeinschaften, wo einem geholfen werden kann. Und ich denke, hier ist es möglich, ja, dass das hier ersetzt wird. Also etwas, die Situation oder diese Person wird mit etwas sehr Stabilem und Festem ersetzt. Also wenn es nicht irgendwie eine Kirchengemeinschaft ist, die dir hier weiterhelfen kann, dann ist es eventuell eine Freundschaft, die sehr, sehr stabil ist. Ja, Fels in der Brandung. Es kann ein neuer Job sein, wenn es hier zum Beispiel um eine Jobsituation gegangen ist. Verträge können es sein. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Stabiles und Verlässliches. Ja, nicht umsonst repräsentiert der Hierophant den Stier. Vielleicht ist es auch ein Stier, der hier in dein Leben kommt. Es kann auch tatsächlich Steinbock und Stier. Ja, also dass du einen Steinbock verlierst, aber ein Stier tritt in dein Leben oder ähnliches. Ja, also es ist auf jeden Fall, es wird etwas Schwaches, Schwammiges wird ersetzt mit etwas Stabilem und Verlässlichem. Fische, Ritter der Kelche und hier haben wir, oh, vielleicht, es ist tatsächlich für den einen oder anderen auch eine Liebesbeziehung, ja, also dass hier jemand verlassen wird, dass hier aber jemand tatsächlich Neues in dein Leben tritt, relativ schnell, vielleicht weißt du auch schon, dass, vielleicht bist du schon getrennt, so, vielleicht weißt du auch schon, dass du dich trennen wirst, vielleicht auch das, ja, aber vielleicht bist du schon getrennt, also wenn du frisch getrennt bist und dir das bekannt vorkommt hier, dann könntest du überrascht werden, dass hier jemand ist, der quasi dein Seelenpartner ist. Also, dass ein karmischer Partner geht und der Seelenpartner kommt. Ja, einfach, weil das sozusagen eine Belohnung ist, dass du endlich auf den richtigen Weg gefunden hast. Sowas gibt es manchmal. Ansonsten haben wir natürlich eher eine emotionale, ja, ich sag mal so, dass, also es ist nicht das Ende der Welt hier.
Okay, also was auch immer das ist, wie gesagt, es hat ja einen reumütigen Charakter, dass du dich lösen musst, aber es ist nicht das Ende der Welt und das wirst du relativ schnell feststellen. Okay, vielleicht hast du gedacht, es fällt dir sehr viel schwerer, dich von einem Job zu trennen oder von einem Partner oder von einer Gewohnheit oder ähnliches und du wirst feststellen, oh, eigentlich bin ich jetzt viel klarer und ich kann mich auf Dinge konzentrieren, die mir Spaß machen. Oder ich habe einen neuen Job gefunden, der macht mir viel mehr Spaß. Die Leute sind so nett, die Atmosphäre ist toll. Ja, oder vielleicht gehst du mehr aus mit deinen Freunden und du merkst, oh, ich bin ja, ne, ich habe nichts an Marktwert verloren. Die Menschen flirten mich an oder so. Also es ist auf jeden Fall so, dass du feststellst, es ist nicht, also wirklich, es ist nicht halb so schlimm, wie du dachtest vorher. Ja, das, was du aufgibst, das wird ersetzt durch gute Dinge. Okay? Wir haben der Stern auf dem Kopf und eine letzte Karte noch und die 5 der Münzen auf dem Kopf. Der Stern auf dem Kopf wird manchmal als Hoffnungslosigkeit gedeutet. Das sehe ich aber tatsächlich hier in dem Moment nicht so. Ich denke eher, dass du dich sehr stark momentan, ich sag mal, treiben lässt, in Anführungsstriche. Und das finde ich eigentlich eine positive Sache. Wir haben auch die 2 der Stäbe, ne? Also zwischen zwei Situationen stehen und sich noch entscheiden müssen. Also ich habe das Gefühl, dass du hier erstmal dich treiben lässt und das Leben so nimmst, wie es ist. Und das ist eigentlich der Naturzustand von Fischen. Okay, also sich quasi dem Wasser zu übergeben und sich treiben zu lassen. Der Stern hat für mich immer so eine Hoffnung, aber eine leicht ferne. Ja, also von wegen, oh, ich möchte gern, dass sich meine Hoffnung auf eine Partnerschaft erfüllt. Ich möchte gern, dass sich meine Hoffnung auf eine neue Karriere erfüllt, eine erfüllende Karriere oder auf 20 Kilo weniger. Es hat immer so eine Hoffnung, die aber vielleicht in der Ferne liegt und nicht, dass ich sage, wow, ich manifestiere mir jetzt meinen perfekten Partner oder ich will 20 Kilo abnehmen, ich fange jetzt Sport an. Okay, also ich liebe den Stern auf eine Art und Weise, aber auf der anderen Seite hat er für mich auch ein etwas nicht greifbare Qualität. Es kommt immer auf die umliegenden Karten an und hier sehe ich das. Okay, also hier ist es so, dass du nichts, ich sag mal, du hängst nicht mit dem Kopf in den Wolken, sondern du lässt dich einfach treiben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Du schaust, was bringt mir das Leben und darauf agierst du. Du bist momentan, besonders Ende November, sehr stark in einer achtsamen Energie. Das ist das Ding. Du bist sehr achtsam und wir haben die 5 der Münzen auf dem Kopf. Also du bist in einer Energie, wo du feststellst, im Moment bist du in so einer Blase, ja, wo du sagst, es ist weder gut noch schlecht, aber es ist hier ein Raum, der gefüllt werden darf. Okay, also egal, ja, was hier passiert, du bist so und sagst, ich erwarte das Leben mit offenen Armen und es darf zu mir kommen und ich freue mich darauf. Das finde ich eine ganz tolle Energie. Ja, also quasi sehr feminine Energie, egal ob du Mann oder Frau bist oder was dazwischen, ja. Das ist eine sehr feminine Energie. Ich halte Raum für das, was kommt. Und es wird gefüllt, denn das ist ein Naturgesetz. Ein leerer Raum wird immer gefüllt werden. Okay? Also sehr schöne Energie, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut, liebe Fische. Und ich würde sagen, auch wenn die Legung lang ist, ich weiß, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann wollt ihr jetzt auch noch Pick a Card, ein Peil von mir, ganz bestimmt. So. Wenn ihr eine Frage habt, dann dürft ihr die in euren Gedanken stellen. Wenn ihr keine Frage habt, ist das auch nicht schlimm. Es wird dennoch eine Antwort geben. Okay. So. Das ist Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wenn du mehr Zeit brauchst, dann pausiere das Video jetzt. Ich drehe um. Wir haben
Zunehmender Halbmond in den Fischen, sogar unser Zeichen, wertschätze deine Gefühle. Und Purushottama mit lebe im Königreich deines Herzens mit Wissen. Also hier ist sehr viel Emotion, Gefühl und Balance zwischen Kopf und Herz, okay? Ich denke, für dich ist der Monat November ein Monat, in dem du sehr stark in die Balance kommen kannst. Also, ne, Negatives fällt weg, Positives kommt dazu. Oder, dass man sagt, ne, weniger Arbeit, mehr Vergnügen oder umgekehrt. Auch das, ja, wenn du sagst, oh, ich war arbeitslos beispielsweise, ja, und dann kann der Monat November ein Monat sein, wo du wieder in Arbeit kommst. Das heißt, wieder auch mehr Arbeit zu deinem Leben hinzugefügt werden kann. Aber das Wichtige ist tatsächlich deine Balance. Und da war die Batterie leer. Zurück zum Thema. Das Wichtige ist die Balance zwischen, zwischen Herz und Kopf. Okay, und das wird hier passieren. Also wenn du lange nicht gefühlt hast, wenn du viel gedacht hast, ja, viel dir das Hirn zermartert hast, dann kommt hier wieder ein bisschen mehr Gefühl rein. Umgekehrt, wenn du viel im Gefühlschaos warst, dann kommt ein bisschen mehr Verstandesenergie rein, ja, ein bisschen mehr Struktur und ähnliches. Also ein wundervoller Monat, um in die Balance zu kommen, der November, okay. Nummer zwei. Abnehmender Halbmond im Krebs, gönne dir eine Pause. Und dann haben wir Glauben, Girisha, mein Glaube versetzt Berge. Also für dich, klar, Meditation, falls du das noch nicht tust, ist ein guter Ratschlag für dich. Ganz besonders im Monat November, aber generell. Und ansonsten wirklich Ruhe, auch Achtsamkeit, ja, das kann auch mit Ruhe verbunden sein, muss es nicht, aber kann, ja. Einfach mal dir Zeit zu nehmen, auch dich selbst wertzuschätzen. Okay, wenn du einen Tee trinken magst, nachmittags beispielsweise, dann nimm dir ganz bewusst 10 Minuten Zeit, wo auch wo du nicht gestört werden darfst, ja. Also wirklich, nimm dir das. Auch wenn der Alltag immer sehr hektisch und so weiter ist, hier ist tatsächlich die geraten, nimm dich wichtig. Nimm dich wichtig und das heißt auch, dir selber Zeit zu nehmen für die kleinen Dinge. Okay? Und Nummer 3, gib die Kontrolle auf. Das ist alles sehr ähnlich. Mit zunehmendem Halbmond im Stier. Wir haben Rhythmus Krishnas Rasa Lila und ich folge dem Rhythmus meines Herzens. Auch hier wieder sehr stark, ja, mit dem Flow. Das Flow-Gefühl, was ich eben beschrieben habe, das ist für dich besonders wichtig, im Flow zu bleiben diesen Monat. Die Kontrolle, ja, gib die Kontrolle auf, versuche tatsächlich das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Du wirst feststellen, das Leben hat einen Rhythmus. Ja, und je mehr du dich dem Rhythmus anpasst, desto leichter wird alles sein. Okay, also für dich wirklich Achtsamkeit, Kontrolle aufgeben und gucken, was kommt und darauf reagieren. Es wird sich fügen. Okay, es wird sich einfügen, so wie es sein soll, wenn du es schaffst, wirklich hier dem Rhythmus des Lebens zu folgen. Okay, so ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, sodass ihr nichts mehr verpasst. Und falls ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr mir beispielsweise ein Trinkgeld zukommen lassen. Zum Beispiel mit dem Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Es gibt noch andere Möglichkeiten wie PayPal, Amazon und so weiter. Die Links und Infos dazu findet ihr in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis ganz bald. Ciao, ciao.